Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, ging ein Alarm bei den Freiwilligen Feuerwehren Morsum und Keitum ein. Gemeldet wurde ein PKW im Graben mit 3 Personen besetzt, darunter einem Kleinkind. Am Unfallort in Morsum stellte sich die Situation dann aber zum Glück als weit weniger dramatisch dar. Das Auto war vermutlich beim Rückwärtsfahren in den tiefen Graben gerutscht. Der Rettungsdienst betreute die 3 Personen aus dem Wagen. Es wurde niemand verletzt, die Polizei war vor Ort.